Im zentralen zweiten Kapitel dieser Vorlesung beschäftigen wir uns ja mit den in der Physik besonders wichtigen Integralsätzen, dem Gaußschen und dem Stokeschen Integralsatz. Bevor wir das tun können, müssen wir uns die Differentialoperatoren Gradient, Divergenz, Rotation und auch Laplace-Operator anschauen, die wiederum definiert sind mit Hilfe des Nabla-Operators. Gradient in etwa ist die Wirkung des Nabla-Operators auf ein skalares Feld, die Divergenz die Wirkung des Nabla-Operators skalar multipliziert mit einem Vektorfeld, während eben die Rotation das vektorelle Produkt von einem Nabla-Operator mit einem Vektorfeld ist. Das heißt, wir werden uns jetzt hier in dieser Lesung zunächst einmal den Nabla-Operator genauer anschauen. Wie ist dieser Nabla-Operator definiert? Sie wissen das bereits aus dem ersten Semester. Wir schreiben es jetzt hier in einer etwas anderen Form noch einmal hin. Der Nabla-Operator definieren wir in folgender Form. Wir werden dann gleich zeigen, dass er tatsächlich die Eigenschaften eines Vektors hat. Das heißt, wir haben die Ableitung einer Funktion in Richtung der ersten Koordinatenachse multipliziert mit dem Einheitsvektor in Richtung der ersten Koordinatenachse plus entsprechend dann Ableitung die zweite Koordinatenrichtung mal dem Einheitsvektor in die zweite Koordinatenrichtung und schließlich noch das analog in die dritte Koordinatenrichtung. Das können wir kompakter schreiben, diese Summe dieser drei Ausdrücke mit Hilfe der Einsteinschen Summenkonvention. Wir können also hier schreiben i d noch dxi. Und noch etwas kompakter werden wir oft schreiben, diese Ableitung, die partielle Ableitung nach der i-ten Koordinatenrichtung, der i-ten kartesischen Koordinatenrichtung, schreiben wir einfach mit Hilfe dieses Del-Symbols einfach di. Das heißt, wir können ganz kompakt sagen, der Nabla-Operator ist ei di. Und daraus sieht man schon einmal aus dieser letzten Form, wenn man sozusagen annimmt, dass dieser Nabla-Operator tatsächlich die Eigenschaften eines Vektors hat, dann wäre hier die i-te Koordinate dieses Vektors wäre nichts anderes als die Ableitung d noch dxi. Also was wir jetzt zunächst tun müssen, ist zu zeigen, dass sich diese Ableitung, dass sich der Nabla-Operator tatsächlich wie ein Vektor verhält in Bezug auf Koordinatentransformation. Ja, also was wir zeigen müssen, ist folgende zwei Relationen eigentlich, nämlich dass sich dieser Ableitungsoperator, der die i-te Koordinate, verhält wie bei der Transformation von einem Koordinatensystem ins andere Koordinatensystem, in ein anderes orthogonales Koordinatensystem in folgender Art und Weise. Wobei, und die Umkehrung wird dann entsprechend hier mit vertauschten Indizes ausschauen. Das RIK ist wieder eine Transformationsmatrix. Ja. Was meine ich jetzt hier mit diesem DK-Strich? Damit meine ich also nichts anderes als die Ableitung, also das DI, haben wir gesagt, haben wir ja definiert als D nach DXI. Und mit dem DK-Strich meine ich dann, das wäre dann die Ableitung nach den Koordinaten im gestrichenen System. Gut, das ist also jetzt hier zu zeigen. Wie geht man da vor? Was man dazu verwendet, ganz einfach, ist die Tatsache, dass sich hier der Ortsvektor, wie der Name schon sagt, ist ein Vektor, transformiert sich in folgender Art und Weise. Das heißt, für den Ortsvektor gilt auf jeden Fall, dass das x K gegeben ist das Transformationsmatrix mal dem XI', beziehungsweise die Umkehrung wäre XK' ist gleich RIK mal XI. Ja, das ist das Transformationsgesetz eines Vektors. So, was muss ich jetzt tun? Jetzt nehme ich an, ich habe eine Funktion f, eine skalare Funktion, die hängt ab von x1, x2, x3. Betrachtet sozusagen die Wirkung von
der Eigenkoordinate des Nabelapparates Funktion f. Was haben wir jetzt benutzt? Also wir haben df noch dxi. Und jetzt nimmt man an, dass man jetzt hier eine, dass ja x1 ist eine Funktion dann von den x1-, x2-, x3- sozusagen. Das heißt, das f wird dann eine Funktion von f von x1, von x1-, x2-, x3- und x2 ebenfalls. Ja? Und x3 ebenfalls. Man benutzt jetzt hier Kettenregeln und sagt, die Ableitung von df nach dxi ist gleich df nach dxi' mal Kettenregel dx, entschuldigen, da muss ich jetzt hier Kettenregel, eine Summe bilden. Ich habe jetzt hier, wenn Sie sich an die Kettenregel aus der Differential- und Integralrechnung Vorlesung erinnern, für Funktionen von mehreren Veränderlichen, dann muss ich jetzt hier anplatten df noch dx1' mal dx1' noch dxi plus df noch dx2' mal dx2' noch dx1 und so weiter. Das heißt, diese Summe über diese drei Terme wird hier ausgeführt durch diese mit Hilfe der Einsteinschen Summenkonvention. Also das ist K, doppelte Auftreten des K bedeutet eine Summe. Jetzt kann man aber sehen, was, wenn wir jetzt hierher schauen, was passiert, wenn ich diesen Ausdruck jetzt hier nach xi ableite. Ja, schreiben wir das vielleicht hier anders hin. Nehmen wir hier einen anderen Summenindex, nehmen wir hier rj k x j und leiten diesen Ausdruck nach xi ab, dann steht da nämlich d x k nach dxi und auf der rechten Seite steht das r j k, das sind konstante Zahlen und dann steht hier d x j nach dxi. Das ist aber genau Kronecker-Delta, ja. Delta IJ und damit ergibt es, ich schreibe jetzt hier oben weiter, Kronecker-Delta, diese Summe über J noch ausführe, steht hier nichts anderes als RIK. Das heißt, dieser Ausdruck hier ist RIK, schreiben wir das vorne hin, RIK und dann steht hier DF noch DXK-, beziehungsweise schreiben wir so hin, das ist ein RIK und schreiben das jetzt hier als DK-F. Das heißt, wenn wir das jetzt hier vergleichen, DIF war unser Ausgangspunkt. Das heißt, dieser Operator DI ist tatsächlich hier durch dieses Differentialgesetz gegeben, das wir hier zeigen wollten. Und genauso kann man natürlich jetzt, wenn man andersherum startet, mit der Ableitung von df nach dx', kann man auch diese Beziehung zeigen. Das heißt, daraus sehen wir, der Nabla-Operator transformiert sich wie ein Vektor. Oder wir sagen einfach, er hat die Eigenschaft eines Vektors. Ja, und damit verdient er diesen Vektorpfeil. Gut, zum Abschluss dieser Vorlesung noch ein Rechenbeispiel. Und zwar nehmen wir mal an, was in der Physik sehr oft vorkommt. Wir haben jetzt hier ein skalares Feld. Das folgendermaßen in dem Beispiel gegeben ist, also Phi von x1, x2, x3 wäre gegeben als 1 durch die Wurzel aus x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat.
kann ich den Gradienten einfach rechnen, indem ich jetzt die Ableitungen nach x1, nach x2 und x3 rechne. Wir wollen das ein bisschen eleganter machen, diese Rechnung. Und zwar, dieser Ausdruck, der hier im Nenner steht, ist ja nichts anderes als der Betrag des Ortsvektors. Den Betrag des Ortsvektors schreibe ich als 1 durch x, j, x, j, die Wurzel daraus. Beziehungsweise schreibe ich das jetzt hier als x, j hoch minus ein halb. In der Form wollen wir jetzt den Gradient berechnen. Gesucht ist also der Gradient von Phi. Und die i-te Koordinate von diesem, das wird jetzt ein Vektor sein, ja, nachdem wir wissen, dass Phi die Eigenschaften des Vektors hat, Entschuldigung, der Nabelapparat die Eigenschaften des Vektors, Phi ein Skalar ist das Produkt von einem Vektor mit einem Skalar ergibt einen Vektor. Und die i-te Koordinate dieses Vektors berechne ich, indem ich die di auf diesen Ausdruck hier wirken lasse. Und den schreiben wir gleich jetzt so hin. X, j, x, j hoch minus ein halb. Das rechnen wir jetzt in der Form. Ja, hier brauchen wir Ketten. Die äußere Funktion ist der Ausdruck hoch minus ein halb. Gibt also ein Minus ein halb mal x, j, x, j hoch Hochzahl um 1 erniedrigt, sind minus 3 halbe, mal die innere Ableitung. Jetzt muss ich diesen Ausdruck, der ein Produkt darstellt, nach i ableiten. Also machen wir es langsam. Steht also hier ein di x, j abgeleitet. Schreiben wir das also x, j mal di x, j plus und noch einmal der gleiche Ausdruck. Ja. Hätten wir uns auch gleich sparen können und dann gleich ein Zweier vorne hinsetzen können natürlich. Ja. Was ergibt das? Das ist ausführlich geschrieben, ist das ja dx j noch dx i. Das ergibt wieder ein Kronecker-Delta ij. Ja. Das heißt, in Zukunft werden wir das ein wenig schneller machen können, diese Rechnung. Schreiben wir es nochmal hin, den Vorfaktor hier minus ein halb mal x j hoch minus 3 halbe. Und in der Klammer steht zweimal der gleiche Term. Zweimal. Hier haben wir dann ein x j Delta j stehen. Den Zweier kürzt sich einmal mit da raus. Und das ist aber nichts anderes als ein, nachdem ich hier über j summiere, verabschiedet sich das Kronecker-Delta. Bleibt nur das xi stehen. Das heißt, ich habe jetzt gefunden, minus xi und den Ausdruck hoch minus 3 halbe schreibe ich wieder als xj hoch 3 halbe. Und jetzt kann ich, unterstreichen wir es einmal, ja, jetzt kann ich wieder, das war die Koordinate, wenn man es jetzt in symbolischer Form anschreibt, das Ergebnis. Das heißt, was ist, ergibt der Nabelapparator angewendet auf Phi? Dann erkennen wir hier, das ist nichts anderes als die i-te Koordinate des Ortsvektors, also minus r durch. Und der Ausdruck, der hier steht, ist im Nenner, steht das Skalar natürlich, nämlich das, was hier in Klammer steht, ist r Quadrat, Betrag des Ortsvektors zum Quadrat. Ziehen wir die Wurzel draus, bleibt r stehen, also insgesamt ein r der dritten. Ja. Als Übung rechnen wir es noch Folgendes aus. Rechnen wir es noch aus, die Ableitung, den Nabelapparator wirkend auf eine Funktion f, die nur von r abhängt, also nur vom Betrag des Ortsvektors abhängt. Was wir da nämlich machen müssen, das machen wir wieder ganz analog, da kriegen Sie dann raus d noch di von einer Funktion f von r und das rechnen Sie, indem Sie Kettenregel anwenden, nämlich df noch dxi
Ja, Entschuldigung, natürlich df noch dr mal dr noch dxi. Und für r setzen da ein, r ist gleich xj hoch ein halb. Das heißt, diese Ableitung hier, die rechnen es ganz analog und dann kriegen sie am Ende folgendes Ergebnis raus. Das ist eigentlich, könnte man jetzt hier schreiben. Nachdem f dann ja nur von einer Variable abhängt, ist das die gewöhnliche Ableitung von df nach dr. Die schreibe ich als f' von r mal, und dann steht hier der Einer in R-Richtung, r durch r. Das Ergebnis, also Sie kriegen zunächst einmal raus, xi durch r in dieser Koordinate, in der Koordinatenschreibweise, und das ist dann nichts anderes als das Ergebnis Gradient einer Funktion f von r ist gleich f' von r mal r durch r. Das Ergebnis werden, wenn Sie sie oft benötigen im Laufe Ihres Physikstudiums. Gut, damit sind wir mit dem Nabla-Operator einmal fertig.